Einen recht schönen guten Abend, meine lieben Damen, meine Herren. Ich habe Sie hierher eingeladen, um Ihnen ein paar magische Kleinigkeiten zu servieren. Ich hoffe, Sie haben Spaß dran. Sie wissen vielleicht, dass ein Zauberkünstler, der etwas auf sich hält, auch einen Zylinderhut besitzt. Nun gibt es Koryphäen, es gibt Stars in der Welt, die besitzen gleich zwei, ja vielleicht sogar drei Zylinderhüte, so gut sind sie. Ich habe acht Hüte. Nun, natürlich nicht in Wirklichkeit, ich bin von Natur aus ein recht bescheidener Mensch. Ich habe sie hier auf Karten abgebildet. Und ich möchte auch nicht größenwahnsinnig werden, deshalb werde ich immer eine Karte verdeckt und eine wieder offen hinlegen. Ich zeige Ihnen, wie ich das meine. Den ersten Hut verdeckt hierher. Den zweiten Hut wieder offen. Den dritten verdeckt. Den vierten wieder offen. Den fünften wieder verdeckt. Den sechsten wieder offen. Und diesen hier wieder verdeckt. Den letzten offen. Und was uns übrig bleibt, das ist ein Häschen. Sie wissen ja, dass jeder Zauberkünstler auch ein Kaninchen besitzt. Normalerweise wohnt es in Erdlöchern oder Ställen, beim Zauberkünstler immer im Zylinderhut. Denn da soll es ja hervorgeholt werden. Nun geht es diesem Häschen ausgesprochen gut. Es hat acht Wohnungen, sprich Zylinderhüte, zur Auswahl. Und wenn ich nun einen dieser Hüte offen und einen verkehrt hier drauflege, dann wollen wir mal sehen, für welchen Hut sich dieses Häschen als Wohnung entscheidet. Das magische Spiel beginnt, eine magische Bewegung und Simsalabim. Und was haben wir? Zwei Hasen. Ich zeige Ihnen das Ganze nochmal. Die Karten, vielmehr den Hut auf die Häschen und nun mit dem Hut nur über die Häschen drüber gefahren. Und was entsteht? Ein dritter Hase. Ich mache gleich weiter. Diesen Hut drehen wir um, wir brauchen ihn im Moment nicht. Aber wenn ich hier leicht reibe, schon wieder ein Häschen. Wenn ich hier leicht reibe, schon wieder ein Häschen. Wenn ich hier leicht reibe, auch hier ein Häschen. Mach ich es zu schnell? Ja. Sie wissen, die Hasen, die vermehren sich so schnell. Aber ich werde mal versuchen, Ihnen dieses Kunststück ganz langsam zu präsentieren. Ich schließe diesen Zylinderhut zwischen zwei Hasen ein. Sie können es deutlich sehen. Die Karten werden zusammengeschoben, egalisiert, wie wir Zauberkünstler sagen, und nun kurz geklopft. Und das Schöne ist, dass Sie wirklich jede Karte vom Rücken und auch von vorne sehen. Der erste Hase. Auch hier von vorne, von hinten, der zweite Hase und auch hier von vorne, von hinten, der dritte Hase. Bleibt uns noch dieser letzte Hut mit dem Ohr, nur kurz hier gerieben und auch hier ein Häschen. Voilà, das war die Hasengeschichte. Bitte? Die letzte Karte. Die letzte Karte, Sie machen mir Spaß. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die Hasen im Zylinderhut wohnen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die alle hier in diesem einen Hut, es sind ja bereits acht Stück, Platz haben sollen, das wird schlecht gehen. Deshalb reibt man mit dem Hut einmal hier so drüber. Und dann hat sich auch dieser Hut. Vielen Dank für diesen herzlichen Applaus. Ich möchte Ihnen nun eine Geschichte erzählen. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, ist es nun eine Geschichte? Ist es vielleicht ein Märchen? Oder ist es vielleicht gar Zauberei? Die Hauptrolle jedenfalls in dieser Geschichte, wollen wir es mal dabei belassen, spielt dieser junge Mann, ich darf Ihnen kurz vorstellen, das ist Tsieng Tieng. Tsieng Tieng hat nichts, aber auch rein gar nichts, gemeinsam mit der mächtigen Dynastie der chinesischen Kaiser mit den Tsieng Tiengs, sondern Tsieng Tieng war vielmehr ein armer Medizinstudent, der sich eines Tages aufmacht zum Händler bei Pu, um dort ein Skelett zu kaufen. Und er hat auch Glück. Als er nämlich den Laden vom Händler bei Pu betritt, findet er dort in einem uralten, total verstaubten Schrank, das ist der Schrank, aber ich habe natürlich inzwischen etwas Staub gewischt, findet er ein Skelett ganz so, wie er sich das immer gewünscht hatte. Dieses Skelett konnte man nämlich zerlegen in drei Teile und das war ungemein praktisch, wenn er jetzt zum Beispiel am Kopf studieren musste,
Dann schmiss er den einfach in seine Aktentasche und konnte das andere Gelump zu Hause lassen. Aber er war ganz begeistert. Happy, sagt man bei uns. Und sagt also zum Händler bei Puh, machen Sie es ein bisschen nett, packen Sie es ein, obwohl der Händler bei Puh warnend seinen rechten Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, er soll lieber die Finger davon lassen. Dieses Skelett hätte ehemals einen Verrückten getragen. Und jedes Mal, wenn ein Kunde kam, um dieses Skelett zu kaufen, hätte er es nach wenigen Minuten schon wieder schreckensbleich zurückgebracht. Ja, die meisten hätten ihrem Schreck sogar ganz vergessen, den Kaufpreis zurückzuverlangen. Aber Sie sehen es selbst, Zhengjiang behielt seine chinesische Uhr. Und da er nun auch schon im ersten Semester war, konnte er genaue Anweisungen geben, wie dieses Skelett zu verpacken sei. Er sagte, zuerst kommen die Beine. Und auf die Beine, dann der Körper. Und obendrauf, das war nun ganz leicht, das sieht man ja bei uns, ist der Kopf. Dann kam Papier rum, rote Schleife, und er klemmte das Ganze unter den Arm und lief nach Hause die Treppen hoch. Er wohnte da so unterm Dach in einer so richtigen Studentenbude. Und zu Hause angekommen, in seiner ganzen Besitzerfreude, hat er die Schleife aufgerissen, in der Hast das Papier zerrissen. Das hätte er so schön noch für Weihnachten verwenden können. Und was soll ich Ihnen sagen, als er nun diesen Schrank öffnet, stellte er mit Erstaunen fest, dass dieses Skelett auf seinem eigenen Kopf steht und ganz jämmerlich ruft, ich habe kalte Füße, ich habe kalte Füße. Dem Zhengjiang ist es ganz unheimlich geworden. Wusste er doch ganz genau, dass er als erstes die Beine in den Schrank gepackt hatte. Und dann den Körper und obendrauf den Kopf. Jetzt ließ er den Schrank stehen. 2-3 Minuten lang beobachtete er ihn ganz genau, schlich um den Schrank herum. Aber nachdem sich absolut nichts tat, fasste er sich doch von neuem ein Herz und auch ein bisschen Mut und öffnete den Schrank erneut und stellte mit Erstaunen fest, dass diesmal der Kopf gar in der Mitte war. Und man stelle sich die Impertinenz dieses Skelettes vor, als es auf den Fluch von Zhengjiang mit hohnlachender Stimme antwortete, es wäre schließlich früher mal Bauchredner gewesen. Mit der Geduld von Zhengjiang war es aber nun endgültig vorbei. Er stellte das Ganze, ich muss sagen, ziemlich kopflos und auch wütend hier in diesen Schrank, den Kopf aber, den gab er hier in diese tibetanische Gebetsmühle hinein, mit dem Kassenzettel natürlich in der Tasche und machte sich auf zum Händler bei Puh, um zu reklamieren. Er war aber noch gar nicht weit gekommen, da hört er plötzlich eine ihm völlig fremde Stimme und die sagt zu ihm, Zhengjiang, eile nach Hause, der Bann der silbernen Lotusblume ist gebrochen. Und er sagt sich, was für ein Quatsch, silberne Lotusblume hatten wir überhaupt noch nicht im Spiel. Aber wie ich schon sagte, er war sehr neugierig, A, und da B, die Stimme hier aus dieser tibetanischen Gebetsmühle kam, hat er es doch gewagt, hat diese Mühle geöffnet, den Inhalt herausgeschüttet. Und was soll ich Ihnen sagen, tatsächlich befand sich nun darin die silberne Lotusblume. Von einer Schönheit und Vollkommenheit, wie man sie nie zuvor gesehen hatte. Da meinte Zhengjiang ganz richtig, da muss doch was Wahres dran sein. Eilte wieder flugs nach Hause, öffnete seinen Schrank und was soll ich Ihnen sagen, tatsächlich, da stand das Skelett wieder heil und unversehrt. Ja, das war also die Geschichte oder das Märchen, wie Sie wollen, von dem kleinen Chinesen Zhengjiang. Nun gibt es böse Zungen, die behaupten, ich verstehe gar nicht warum, dass das viele Reden, zumindest bei mir, das Wichtigste an der Zauberei sei. Nun, ich möchte Ihnen heute Abend beweisen, dass das gar nicht so sein muss. Ich möchte Ihnen eine kleine Manipulation am Tisch zeigen, bei der ich kein Wort sprechen werde, Sie also Ihre volle Konzentration auf meine Hände richten können. Nur Musik wird mich begleiten. Und ich habe dieses kleine magische Intermezzo getauft. Es beginnt mit einem Chip.
danke Ihnen, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns bald wieder einmal hier. Vielen Dank.